So fertig. Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen auf Kobis Feld. Wir sagen das so nicht mehr. Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Eine Followerin hat sich das Video gewünscht, wer würde er, aber mit Kobi und Ellie. Und das gibt es heute. Wir haben euch letzte Woche auf Instagram gefragt, dass ihr euch uns Fragen stellen sollt, die wir dann halt beantworten werden. Und da kam einiges rein. Wir hoffen, euch gefällt das Video. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben, schreibt was Nettes in die Kommentare. Und falls ihr noch keine Abonnenten von uns seid, ihr wisst ja, wie es geht, abonniert uns kostenlos. Das würde uns sehr freuen. Und dann würden wir sagen, fangen wir auch mal an. Wechseln wir uns immer ab. Das können wir gerne so machen. Und machen wir das wieder so wie letztes Mal, so mit 3, 2, 1 und dann verhält einer das. Das können wir auch gerne so. Fangen doch erstmal oben links an. Das kann ich machen. die erste Frage, wer würde eher einen anderen Hund beißen, um euch zu beschützen? Ich muss erstmal gucken. 3, 2, 1... Kobi? Ja, ich hab auch Kobi. Ja. Weil er generell... Okay. Jetzt wisst ihr warum. Ich glaube, Ellie ist dafür zu lieb und Kobi rastet schon mal gerne aus. Ja, also nicht, dass Kobi jetzt ein böser Hund ist oder so. Nein. Ja, das ist jetzt nur, weil eine Nachbarin wahrscheinlich gerade kommt. Das, die mag er nicht und dann bellt er halt so. Wer würde eher aus eurer Toilette trinken? 3, 2, 1... Ich hab Kobi, aber ich habe keine Begründung. Ich glaube, es macht keiner. Doch, aber also irgendwie Ellie kann ich mir, weil sie ja noch so jung ist und auch gerne mal an Kacke schnüffelt. Vielleicht trinkt sie auch aus unserer Toilette. Also und sie springt immer auf diesen Toilettenrand. Genau, deswegen wollte ich heute auch mal sagen, wenn ich sagen reden durfte. Also ich glaube auch dann eher Ellie, weil irgendwie immer, wenn ich das Bad sauber mache und so, scheint sie das voll zu interessieren. Und sie trinkt aus der Dusche. Und, ja, und sie trinkt aus der Dusche tatsächlich, wenn man geduscht hat. Da müssen wir auch immer aufpassen, dass da kein Shampoo dann ist. Ja, deswegen wahrscheinlich eher Ellie. Frage Nummer 3. Wer würde eher aus der Wohnung laufen, wenn die Tür offen ist? 3, 2, 1. Da habe ich Kobi, ja. Weil das war... Ist, glaube ich, gar nicht so lange her. Da war ein Kumpel hier und die Tür war auf und er läuft einfach mal gediegen 2, 3 oder 1, 2 Stockwerke runter. Zum Glück war die Haustür ganz unten zu. Also, wir wissen auch gar nicht, warum. Nee. Also, er ist einfach rausgelaufen. Ja, und Ellie, ich glaube, die wird das niemals machen. Nee. Das war Ellie. Ja, also sorry, das Video mit 2 Hunden zu drehen ist halt ein bisschen anders, ne? Einer läuft gegen die Kamera. Einer bellt. Wer würde eher die Ringe für eure Hochzeit zu euch tragen? Du musst runterzählen. Achso, 3, 2, 1. Ellie? Ellie, ja. Weil Kobi nicht zu uns laufen würde. Ich glaube, Kobi würde denken, das ist dann Spaß und wahrscheinlich einfach weglaufen. Und dann müsste man wahrscheinlich noch ihn die ganze Zeit jagen, also so aus Spaß jagen. Aber was halt mega cool wäre, wäre tatsächlich, wenn man das hinbekommt, dass beide das machen. Jetzt fangen sie auf einmal an zu spielen. Also wenn jetzt hier ein bisschen lauter wird, die spielen jetzt auf einmal. Aber das ist sehr unwahrscheinlich, außer wir haben vielleicht Leberwurst in der Hosentasche. Aber das wäre eigentlich ganz cool hinzukriegen, weil wir wollen eine Gartenhochzeit machen und da sind die ja auch dabei. Und vielleicht kriegt man das ja irgendwie hin, dass wir dann so Leckerlis halten oder so. Naja, wer weiß. Nächste Frage. Wer würde sich eher vor Tierarztbesuchen drücken? 3, 2, 1. Kobi? Ja. Also irgendwie die ersten 2 Male als Welpe war es vollkommen okay beim Tierarzt. Und dann hat er mal eine größere Spritze bekommen zum Impfen. Und seitdem ist er sowas von Schisser geworden. Er weiß schon direkt beim Weg hin, dass es der Tierarzt ist, also nicht auf der Fahrt, sondern wenn man halt aussteigt, ja. Dann generell beim Tierarzt im Wartezimmer, also der ist auch so angespannt. Der zittert auch, ja. Aber ich muss sagen, wegen Corona war ich ja immer alleine mit Ellie beim Tierarzt und die letzten Male war sie sehr unruhig. Ellie, aber, ne? Ja, aber ich glaube, bei Kobi ist nochmal eine Nummer extremer. Ja, der hat sich mal, ich hatte ihn auf dem Arm, da hat er sich so richtig festgekrallt bei mir, das hat auch schon richtig weh. Und der weh. Hat immer aus dem Hund getroffen. Ja, manchmal nicht eher. Ja. Wer würde eher schneller bockig sein? 3. Ich weiß noch. Ah doch, ja gut. 3, 2, 1. Ellie. Nee, ich hab Kobi. Wieso? Also Kobi hab ich. Ich weiß nicht, ob das bockig ist oder so, aber wenn man ihn mal anschnauzt, haut er ja immer unter das Bett ab. Okay, das könnte auch eine schlechte Erklärung jetzt gewesen sein. Aber weiß ich nicht. Also bockig ist, glaube ich, keiner. Nee, ne? Aber gut, irgendwie musst du ja nehmen. Ja, ich habe Ellie, weil bei ihr wird gerade im Moment noch mehr geschimpft, bei Kobi eigentlich gar nicht mehr. Ja gut, aber sie ist danach ja nicht bockig. Sie interessiert das ja nicht, wenn man sie anmacht. Ich glaube, sie hat das den einen Tag schon gemerkt. Weil dann kam sie die ganze Zeit so hinterhergelaufen und so. Wer würde eher jemanden anknurren? Interessante Frage aktuell. 3, 2, 1. Ellie?
Ja. Also momentan knurrt sie nur sich selber an und keine anderen. Deswegen Ellie, weil sie sich halt die ganze Zeit im Spiegel selber anknurrt. Ja, im Spiegel die ganze Zeit. Und wenn sie was manchmal nicht erkennt von weiter weg. Dann was, im Dunkeln. Ja, genau, dann knurrt sie auch. Hat Kobi überhaupt mal geknurrt? Der bellt halt. Ja, aber also. Der knurrt nicht. Aber dafür bellt halt Ellie nicht. Wer würde eher das Mama-Kind sein? Also ich sag das mal so, dass, weil hier steht, so, wer ist eher das Mama-Kind? Das ist auch eindeutig. 3, 2, 1, Kobi. Also Ellie geht eher zu mir. Ja. Kobi eher zu Aline. Also ich würde schon sagen, dass es eigentlich schon beides ist. Ja, aber man merkt es in manchen Situationen. Nachts, wenn wir schlafen gehen, kommt, oder auch wenn wir auf dem Sofa liegen, kommt Kobi irgendwie ganz gerne zu mir kuscheln und Ellie irgendwie immer bei Sascha. Aber es ist ja vollkommen okay. Ja. Ja, und manchmal deswegen sind auch, haben wir uns so einen zweiten Hund geholt, damit ich auch den habe. Und manchmal sind halt auch beide tatsächlich bei Sascha oder manchmal auch beide bei mir. Wer würde eher dem anderen einen Knochen klauen? Eindeutig. 3, 2, 1. Ellie. Weil das macht sie nämlich auch. Ja, immer. Ja. Also, obwohl sie an ihrem eigenen Knochen knabbert. Sobald Kobi einen hat, geht sie sofort dahin und versucht ihn zu klauen. Also, ich muss sagen, da reagieren wir auch manchmal, weil... Kobi kann sich auch nicht so durchsetzen. Nee, Kobi ist das dann irgendwie egal und wir finden das dann manchmal halt schon ein bisschen unfair und dann lassen wir auch das und dann ist es immer so witzig, wenn wir dann das richtig machen, dass Kobi dann an den Knochen knabbert, beobachtet er sie immer so im Augenblick und macht das dann immer noch so... Ganz vorsichtig. Ja, ganz vorsichtig, als ob er dann jeden Moment so von ihr Ärger bekommt oder so. Wer würde eher einen anderen Hund beißen? Ist auch klar. 3, 2, 1. Kobi, ja. Wir haben es ja schon erklärt, Ellie tut eigentlich keinem was, die freut sich über jeden. Aber ob Kobi wen beißen will, er bellt zwar viel, aber ich hatte vor 1-2 Tagen eine Frau mit Hund getroffen und die haben sich halt mega angekläfft. Und dann hat sich der größere Hund freigemacht und ist auf uns zugelaufen. Was halt eigentlich voll die gefährliche Situation ist. Aber der Hund war ganz lieb, der hat nur an Kobi geschnüffelt. Aber sobald er dann bei Kobi war, war er sofort leise. Ich glaube, er bellt nur, um irgendwie einen großen Maxen zu machen. Aber er würde sich, glaube ich, nicht trauen, irgendwie... Dafür hat er zu viel Schiss, glaube ich. Noch bestes Beispiel, wenn wir die Hunde freilassen, dann ist Kobi mein Fahrradfahrer hinterhergelaufen und dann hat er auch ihn einfach nur angekläfft. So. Ja, er bleibt immer vor Hunden oder vor Menschen stehen und bellt halt nur, aber nee, ich glaube, er beißt nur. Ich glaube, dass beide werden das nicht machen. Entschuldigung. Wer würde eher eine Woche auf euch verzichten? Gute Frage, ich hab's aber noch nicht. 3, 2, 1. Ellie. Ich hab Kobi, aber aus dem einfachen Grund, weil Ellie noch so klein ist und ich glaube, sehr an uns hängt. Ich glaube, beide würden es hassen, eine Woche ohne uns. Ich glaube tatsächlich, sobald ein Tag vergangen ist, würden die das dann eh nicht richtig checken, so dass es dann eine Woche ist. Aber ich glaube, Kobi, weil er auch so sehr Mama-Kind ist, Na klar. Wer würde eher mit einem anderen Hund spielen? Oder sich zu trauen, mit einem anderen Hund zu spielen? Irgendwie so. 3, 2, 1. Ellie, eindeutig, ja. Kobi ist irgendwie so, das ist mir ganz oft schon aufgefallen, wenn ich damals auf den Hundeplätzen war. Kobi ist irgendwie so ein Außenseiter, der guckt so zu, wie andere Hunde spielen und läuft dann einfach immer neben denen hinterher und findet das halt irgendwie ganz toll. Dann hatten wir hier auch jemanden zu Besuch mit einem Hund. Und da war er auch eher so der Beobachter. Er hat zwar einen besten Kumpel, mit dem er dann auch richtig gerne spielt und dann auch richtig verrückt und so, aber... Sonst ist wirklich, er guckt einfach nur. Genau. Und wie andere halt spielen. Genau, Und wenn er Lust hat, macht er da mit. Und aber wenn das nicht, kommt eher nicht so oft vor. Nee. Außer halt... das ist so eine Type wie er, so ein junger Hund, richtig verspielt und so, dann merkt man auch, dann fängt er auf einmal auch an zu spielen und so. Wer würde eher Essen klauen? Auch eindeutig, auch eindeutig. Sehr eindeutig, ja. 3, 2, 1, Ellie. Auf jeden Fall, sie ist noch so verfressen im Moment, dass wir ja auch gar nicht, wir haben eine Futterstation und... Das funktioniert nicht. Überhaupt nicht, nee. Also da müssen wir noch dran üben und die haben sich dadurch auch schon echt angezickt, weil Ellie... Er läuft zu Kobi, obwohl er noch nicht fertig ist und er findet es nicht lustig. Ja, kann man ja auch verstehen, ne? Ist ja auch sein Essen. Ich hoffe, das legt sich noch. Also sie ist jetzt 9 Monate. Also ich hoffe, das kommt echt noch, dass wir das mal hinkriegen, dass beide dann noch mal gleichzeitig nebeneinander direkt essen können und dann kein Streit mehr passiert. So, die allerletzte Frage. Wer würde eher bei der Klingel ausflippen? Und das ist auch sehr eindeutig. Okay, 3, 2, 1.
Kobi, weil das macht er nämlich tatsächlich. Ellie interessiert das irgendwie gar nicht so, aber nur wenn Kobi halt hinläuft, dann läuft sie auch manchmal mit. Und blubbert ein bisschen, ja, aber sie bellt dann nicht. Nee, sie bellt irgendwie kaum, finde ich. Und das ist eher dann so ein Blubbern, irgendwie so wuff, wuff. Bei Kobi, dann müssen wir auch richtig hingehen, aussagen und dann hört er auch irgendwann auf. Aber das finde ich auch ganz schön, dass Ellie sich das nicht so abgeguckt hat, weil... ja, das wäre echt anstrengend. Ja, das wäre sehr nervig geworden. Ich glaube, da hätten wir bei Kobi ein bisschen mehr früher darauf achten müssen. Das waren tatsächlich schon die Fragen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr nochmal so ein Video von uns sehen wollt, dann könnt ihr das ja mal gerne in den Kommentar schreiben. In die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.